Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, abreagiert. Kleine Pause von 5 Minuten oder so. Reicht. Und rein geht's wieder. Das ist eine Hassliebe, ne? Das ist so eine richtige Hassliebe. Das Spiel hasst mich, ich hasse es. Aber so ist das halt. So, also, zusammengefasst. Wir haben Mima Zero verloren, wir haben Riker verloren und wir haben Micha verloren. Ah, geil. Ja, alle durch am Drehen. Ja. Kriegen wir das überhaupt noch rum? Nicht, wenn die alle nicht arbeiten, ne? So, das heißt, Polet muss sich jetzt darum kümmern. Ich muss diese Effekte viel mehr nutzen. Lau ist verärgert. Gut. Kontraproduktiv. Also ohne Scheiß, ne, so gern ihr da auch sehen würdet, ne, wie das hier weitergeht. Aber mir ist das eigentlich absolut kackegal. Ich würde tatsächlich am liebsten einfach von vorne anfangen. Mit einer neuen Staffel. Ne, ich würde gerne die Dschungelstaffel wieder anfangen. Ich kann aber auch verstehen, dass ihr natürlich interessiert, wie es mit dem Quest weitergeht. Deswegen machen wir ja weiter, ne? Ach, guck dir dieses Hühnchen hier an. So, bekehrt. Ach, ich erhalte endlich meine Therapie. Die Therapie hätten wir viel früher machen sollen. Ach, guck mal, hier wird jetzt schön für Sada Blut entnommen. Was macht denn jetzt Sada? Ach nee, Prolet. Prolet will hier das Ruder rumreißen. Hat er auch teilweise geschafft? Ne, Prolet kümmert sich gerade um mich, um Sada hat er sich gekümmert. Wir haben keine 100 Kräutermedizin, aber ich hätte es gern gemacht. Ja, das mit Riker und mit Micha ist schade, aber noch können wir sie wiederholen. Also Riker gönnt ihr tatsächlich bei den Insekten, finde ich ja ultra lustig. So, was war mit Micha? Micha gönnt in den bleibt in den Ruinen. Ich will Prolet nicht zu sehr stressen, ne, weil der carried das gerade so ein bisschen. Aber wir können eigentlich wieder jeden Gefangenen gebrauchen, den wir kriegen können. Tiere kochen, ja, Konstruktion, klar, rekrutieren. Wir haben Micha 2.0, ist tot, verdurstet. Ich bin auch nur noch am Schlafen. Ich mache hier nochmal eine Abfallzone hin. Wo bei den Leichen keine frischen
nur Verrottetes. Ja, die stehen halt noch auf Tragen. Was macht Bloody sonst, wenn er nicht trägt? Bergbau tatsächlich. Dann lasse ich ihn erstmal drauf. Was macht Lau, wenn er nicht trägt? Feldarbeit, alles klar. Feldarbeit, wichtig. Feldarbeit, dann tragen. Machen wir so. Wir müssen tragen ein bisschen höher priorisieren. Gut, ich mache Jagen, Bauen, Tragen. Und dann Reinigung. Wir müssen die Reinigung höher priorisieren und alles. So, Prolet, Kinderpflege, Wärter, Tierpflege, Feldarbeit, Therapeuten 1, klar. Als letztes sozusagen... Ja, bei Prolet ändern wir nichts. Der carried das gerade so ein bisschen. So, Bloody. Hätte den Bergbau. Bergbau ist gerade nichts da. Könnten wir also wieder reinnehmen. Dann hat er noch die Feldarbeit und Bauen mit drin. Er ist halt im Moment der, der die Ressourcen trägt. Ist Riker tot? Wir müssen die Insekten ausschalten. Riker hat sich halt ausgezogen. Das ist halt kurios. Wir müssen die Insekten ausschalten, damit wir den Schildgürtel und so holen können. Wieso rächen die sich nicht? Die hauen lieber ab. So, als werden sie früher oder später verhungern. So, Sada, mach bitte dein... Ach, Hornstachel geht nicht. Wir werden die jetzt jagen. Genau, nimm das Zeug mit. Ach guck mal, jetzt sind sie schon schlafen gegangen. Kriegen noch Tierkrankheit, Seuch. Ah, das Mouflon auch noch. So, den Schildgürtel. Wieso gehst du in Nahkampf? Ich bin unsterblich, das stört mich jetzt nicht, ne? Ist halt doof wegen den Sachen hier. So, hier wurde jetzt ein Zimmer frei. Beziehungsweise diese beiden sind keine medizinischen Betten mehr.
Ah, guck mal, da gibt's wieder Essen. Das heißt, wir müssen nicht mehr so viele Wildtiere jagen. Ah, die Seuche werden wir heilen können, kein Problem. Aber das jetzt alles an Prolet liegt, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber da seht ihr mal, ne, wie schnell sich hier die Prioritäten ändern. So, Bloody Sardalau. Hier tun wir mal Prolet rein. Weil der muss carryen. Diese drei Betten. Eins werden wir jetzt einfach hier rein versetzen. Und die beiden werden wir einfach demontieren. Hegetiere hungern. Das muss ja nicht sein, wenn mal einer das Heu wegtragen würde. Ohne Scheiß, ich glaube, alle müssen tragen. Wenn alle erstmal einmal getragen haben, ne, dann arbeiten die ja auch. Wir machen jetzt dauerhaft Tragereinigungstag und gucken mal, wie das funktioniert. So, wir brauchen noch... Haben wir Stahl? Haben wir Stahl? Ja, Stahl haben wir. So, dann brauchen wir... Überhanglüftungen. So, jetzt muss eigentlich nur noch mein Zimmer gemacht werden. Da haben wir jetzt aber die Couch reingesetzt. Das hier muss noch umgesetzt werden. Das Rednerpult können wir auch umsetzen. Der kommt jetzt hier hin. Während der hier weggemacht wird. Prolet, wie wär's mit einmal Riker zähmen? Und danach bitte... Ich würde gern wissen, wo der das Plasmaschwert hingelegt hat. Irgendwo hat er das Plasmaschwert hingelegt. Wir machen das ganz einfach. Ich kann doch alle
alles erlauben. So, damit hätten wir einmal alles erlaubt. Ach, hier oben. Dringendes Wegtragen. Ja, wie lange müssen wir dieses Bauwerk hier noch haben? 25 Tage. Kein Lagerplatz. Als ob wir kein Holz haben. Was ist denn mit dem ganzen Holz passiert? Ach, das ging alles in die Fallen rein. Das wollte ich natürlich nicht wegmachen. So, haben wir schon genug? Lau hat kaputte Kleidung. Ja, passiert. Ist nicht so schlimm. Hier brennt es. Hermogen verlangen. Was ist mit ihm los? Er hat kriegt nichts zu essen. Sada ist verwirrt. Einmal bitte dingsen und dann einmal bitte beraten hinterher. Geht nicht. Okay, probier mal Lau zu beraten. Verbockt. Okay. Obwohl es so gut war, ne? Die Chance stand eigentlich gar nicht schlecht. 70% war die. Hä, der hat's doch geschafft. Muss jetzt erstmal mehreren überall Blut gesaugt werden.
Hier, Prolet auch noch. Der kriegt das beim Schlafen ja nicht mit. Ich hoffe, dass sie es langsam hinkriegen, wieder Riker und Micha zu zähmen. Ich glaube, das sollte auch eher Priorität haben. Dann machen wir hier die Hämagon-Farm. So, die Fallen werden jetzt erstmal verboten. Ja, da darfst du zündeln. Da ist das kein Problem, Lau. Da darfst du so viel zündeln, wie du willst. Wir können auch gar keine Zeremonie mehr abhalten. Hab ich zu lange gewartet. Aber lustig, ne? Weißt du, in der Folge davor habe ich mich so extrem über Rimworld aufgeregt. Und jetzt finde ich es wieder mega geil, ne? Also es ist irgendwie, ist eine Hassliebe. Therapeut muss eins sein. Es darf keine andere Eins geben. Klar, Arzt ist ein, ist Ausnahme, ne? So, wir müssen darauf achten, dass keiner draußen ist. Das machen wir ganz einfach, indem wir den Zeitplan auf drinnen setzen. Weil jetzt muss das Mouflon erstmal durch die ganzen Fallen durchlaufen. Aber Mouflons sind schlau. Ein Mouflon rennt nicht durch Fallen. Ein Mouflon wartet darauf, bis wir rauskommen. Schlaues Mouflon. Richtig schlaues Mouflon. Oh, jetzt wollte es nicht mehr warten. Ich würde ja so gern die Fallen abschließen, aber nein, es hat Priorität drinnen zu bauen. So, warum sind hier Rohstoffe mit drin? Rohstoffe haben hier nichts zu suchen. Keine Steinblöcke. So, der, die werden miteinander verbunden. Hier ist es für Riker schon mal das Schwert. Das ist ja auch an ihn gebunden. Wild hier, Riker. Wir müssen Riker unbedingt zähmen. Boah, ich glaube, der hat richtig viele Punkte verloren.
starker Entspannungsmangel. Wartet auf Therapie, Sada, hast du gehört? Konnte man nicht immer sehen, woran gearbeitet wird hier oder so? Keine Ahnung, woran jetzt gearbeitet wurde. Wieso trage ich? Wieso baue ich nicht? Komm, ich mache Reinigung, kein Tragen. Wer hat denn Wärter? Sada. Prolet. Ja, mal nur vorher Therapie. Ich habe doch bei mir jetzt Reinigung vorgemacht. Reinigung. Wieso trage ich noch? Ach so, ich baue. Jetzt wird gereinigt. So, Prolet, wie sieht's mit Sam aus? Sam Riker, komm. Ja! Riker is back in business. So, einmal das. Ich muss noch hier das Impulsgewehr. Wo ist der Schildgürtel? Irgendeiner hat hier den Schildgürtel an. Hier. Rikers Schildgürtel. So, Riker's back in business. Muss aber neu eingestellt werden. Ich muss mal einen Mod wieder reinmachen, dass ich hier mehr als nur 4 Zahlen habe. Das geht nicht.
Das ist viel zu wenig. Oder ich muss mit Einsen arbeiten. Okay, ich arbeite mit mehr Einsen. So, so geht's. Wenn ich so mache. Na, die haben Beef. Schön, dass Riker wieder drin ist. Wieso? Die Therapie immer so schnell wie möglich dingsen muss. Ich meine, man konnte das irgendwo sehen, was abgebaut wird. Dass dann hier wie so ein Pfeil nach unten war. Und das dann hier auch stand, arbeitet an. Hier steht jetzt, wartet auf Therapie. Vielleicht darf ich das nicht priorisieren. Vielleicht darf es nicht priorisiert werden. So, das ist jetzt nicht priorisiert. Steht auch, wartet auf Therapie. Wie lang? 20 Tage. Wie viele sind's? Boah! Ja gut, wenn die alle beim Arbeiten helfen. Brauchen wir aber mehr Betten. Ich werde jetzt hier noch mal ein paar Betten bauen. Alter, ich habe hier Überhangdinger gemacht. Okay, es müssen erstmal Wände gemacht werden, so wie es aussieht. Lau versteckt sich im Raum. Das ist aber ein großer Raum, wo du dich versteckst. Aber gut, wenn die jetzt helfen, ist das schon vorteilhaft. Brauchen wir aber wieder mehr Nahrung, ne? So viel in Jagen, wenn er das nur mit einer Fernkampfwaffe geht, ne?
Haben die überhaupt eine Bewaffnung? Alles Nahkampf. So, ich brauche noch eine Schneiderwerkbank. So, wir brauchen mehr Leute, die kochen. Ne, du nicht, du kannst gut bauen. Hier, ihr kocht jetzt. Wobei, du kannst Handwerk auch, ne? Okay, es schlafen noch zu viele draußen. Wir brauchen mehr Betten. Kampfkunst muss ich nicht trainieren, ich muss Betten bauen. Vielleicht muss der Raum besser sein hier. Möglich ist es, ich weiß es nicht. Klopft Steine, sehr schön. Ist zumindest gut, dass die jetzt auch beim Arbeiten helfen. Das muss man mal sagen, auch wenn die ja alle durchdrehen, ne? Essen haben wir noch. Es wird halt nur nichts angepflanzt irgendwie. Ach, warum bin ich denn jetzt verwirrt? Das ist doof. Micha rächt sich. Nicht gut. Machen wir es anders. Der wird jetzt gefangen. Shit. Ist aber, Micha ist hart beschädigt. Beschädigt. Ich meine natürlich, er ist hart verwundet. So, wir haben den Todesschlaf. Das ist gut. Das ist schlecht.
Das heißt, alle gehen nach drin. Die haben sich schon gegenseitig umgekloppt. Das nenne ich mal praktisch. Moment. Die bekämpfen sich gegenseitig? Ich glaube, die haben... Warte, sind das unterschiedliche Fraktionen? Ja, die haben sich gegenseitig bekloppt. Keine... Keine Dings. Keine Zurückhaltung hier, ne? Also sie werden eiskalt totgekloppt. Schön, es wird auch hier drinnen gebaut. Ich schlafe noch. Aber das war's auch schon für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.